Servus vom Kanal. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr früh. Moritz und ich waren die letzte Nacht schon am Kanal auf Strecke und haben versucht, den Rüssler mal ein bisschen nachzustellen. Es ging zwar nur ein Fisch, aber dafür einer der richtig guten für hier aus dem Kanal. 19,5 Kilo. Richtig geiler Kanalspiegler. Richtig fettes Teil. Richtig geil kämpft. Wir sind mehr als zufrieden. Der eine Fisch reicht völlig aus. Wir packen jetzt dann zusammen. Fahren in den anderen Bereich vom Kanal, angeln da nochmal und wir packen jetzt zusammen, gehen davor nochmal was frühstücken, vielleicht nochmal ein paar Bleie aus dem Angelladen holen, mal schauen, was wir noch brauchen, besprechen uns dann beim Essen. Dann geht es in ein anderes Stück, probieren da nochmal, wie wir da vorgehen oder was am Kanal hier zu beachten ist, darauf gehen wir später ein. Wir sind jetzt am nächsten Platz angekommen, wir holen jetzt mal die E-Scooter aus dem Auto raus, fahren an der Strecke entlang und schauen, ob wir die Karpfen vielleicht irgendwo aktiv entdecken können. Und wir nehmen jetzt mal nur die nötigsten Sachen mit. Wie gesagt, fahren wir im E-Scooter die Strecke entlang und werden hier aktiv mal wegen mit Pop-Ups fischen. Wir sind jetzt mal ein bisschen die Strecke hier abgefahren, wo die Fische sich aufhalten könnten. Leider ist relativ viel Angeldruck gerade drauf. Unsere beiden bevorzugten Stellen sind belegt. Und jetzt waren wir gerade auf der Suche nach Alternativen. Haben jetzt gleich hier direkt einen Fisch buckeln sehen. Da probieren wir es jetzt einmal 2-3 Stunden mit Pop-Ups am Spinner Rig. Und dann schauen wir am Abend nochmal weiter. Wir haben jetzt frühen Nachmittag. 2-3 Stunden probieren, da wo die Fische sich zeigen, das schadet nie. Und dann heute Abend wissen wir mehr und können vielleicht darauf reagieren. Also der Plan ist jetzt so, wir nehmen jetzt 4 Spinnerigs, 2 gelbe, 2 weiße Pop-Ups. Wir werden darüber gedonnert und wenn alles gut geht, fangen wir ein oder zwei. Nein, wir legen auch einer mit Boot an. Ha? Wir legen einer auch an das Boot. An die Anna. 4 Spinnerigs, Baba, mal da. Zack, zerab. Er hat einen Gewaltwurf gemacht mit der Scope, wie man kennt. Dann hat es Bam gemacht, alles abgerissen und da ist die Spitze. Und da ist der Akteur. Ja. Hast du Handtuch dabei? Nö. Ich höre Scheiße eigentlich. Jo, ich habe jetzt meine Roten auf jeden Fall mal beide ausgeworfen. Ich habe eine quasi auf der drüberen Seite relativ nah an der Spundwand hingeworfen, habe vielleicht 5-6 Boilies mit dem Cybershot drauf gefüttert. Die andere habe ich direkt hier hinter mir an den Frachter hingelegt, an die Kante. Der Max ist noch am Rote montieren, ohne Höschen. Ich werde jetzt immer noch schnell unterstützen, weil er hat ja gerade abgerissen alles und Teamwork zählt. Ja, der erste ist hier gleich mal reinmarschiert auf den gelben Pop-Up. Ich drill jetzt hier gerade zwar mit Max an der Rute, aber wir fischen hier Run-to-Run, also wir machen quasi immer Fisch auf Fisch und der geht hier richtig steil und sind mal gespannt, was dran ist. Wir hoffen mal, dass wir ihn rauskriegen. Vom Biss her eigentlich ganz komisch, das war wirklich nur die Spitze, hat ein bisschen gewackelt. Ein, zwei Piepser, dann haben wir die Rute aufgenommen und dann gleich voll losmarschiert. Der Max geht jetzt gerade mal schnell die Matte holen. Er rennt wie eine Gazelle. Und wir hoffen immer noch, dass wir den Fisch hier rauskriegen können.
Puh, das ist der Schöne. Das ist der Gute, Alter. Ja, klassisch mit dem E-Scooter die Matte bracht. Instant am Kanal. Betankte Beton, Alter. Betankte Beton. Kanal-PB für mich. 10 Kilo war nicht so schwer zu knacken. Internet. Geiler Spiegler. Richtige Maschine für mich, einer der größeren hier auf jeden Fall. Der Max hat gerade auch gleich wieder direkt die Rute rausgeworfen. Am Spinnerig, gelber Scopic Squid Pop-Up, mega. Die Rute lag vielleicht 20 bis 30 Minuten auf Sicht angeworfen. Da, wo wir die Fische buckeln sehen haben, ist direkt eingeschlagen. Und vielleicht fangen wir noch ein. Wir werden hier vielleicht noch ein, zwei Stunden bleiben. Jetzt doch ein bisschen länger als geplant, weil wir eben direkt einen fangen konnten. Und dann werden wir auf jeden Fall noch uns eine andere Stelle mit dem E-Scooter aussuchen, wo die Fische sich hoffentlich aufhalten. Wie wir in der Nacht vorgehen, erzählen wir euch dann. Nachdem der Moritz jetzt gerade schon den geilen Spiegler fangen konnte, nach kürzester Zeit und den Fisch versorgt habe, habe ich schon mal die Rute neu geworfen, neuen Haken dran gemacht, neuen Pop-Up drauf. Und jetzt würde ich nur mal eine Hand mit dem Rohr schnell drauf, weil wir wollen ja einen schnellen Biss. Und das mache ich jetzt und dann schauen wir mal, was in den nächsten ein, zwei Stunden passiert. Und ansonsten geht es auf jeden Fall an einen anderen Platz für die Nacht. Aber jetzt schauen wir mal. Du weißt, du sollst nur schauen, du musst ja nicht hinfahren, du sollst nur schauen, ob der noch da hockt. Kurzen Watch und dann wieder. Kurzen Watch, dann wieder U-Turn und dann hier wieder her. Weil da müssen wir jetzt move, ey. Hättest du nicht so Lust auf Moven? Ja, eigentlich ist kein Stress, ne? Aber weißt du, wenn die Ruten in die Rutenfutterale und das Pott wieder zusammenbauen, wegen, was weiß ich, 500 Meter nach links. Kritische Situation. Weil jetzt hier die letzte Stunde leider auch nichts mehr gegangen ist, habe ich jetzt gerade mit dem E-Scooter noch mal ein bisschen Location gemacht, bin mal ein bisschen durch die Gegend gefahren, ein bisschen geschaut. Ich habe jetzt wieder ein paar Fische lokalisieren können, die sind ein wenig gebuggelt in so einer kleinen Bucht. Waren so einem Frachter und wir packen jetzt zusammen und moven dahin und schauen, dass wir vielleicht vor den Abendstunden noch mal ein, zwei rausziehen können. Die Sonne geht gerade unter und wir haben jetzt gerade unsere Ruten nochmal neu gemacht, beziehungsweise der Moritz ist noch dabei für die Nacht, aber auch diesmal wieder mit Bodenködern bestückt. Ich habe jetzt einen mit einem Bodenköder drauf, mit einem Schneemann, mit einem Scopic Squid, mit einem gelben 15 mm Scopic Squid Pop-Up oben drauf und einen nur mit Spinnerig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Spinnerig eben nachts schon auch Fische bringt. Da fehlt so oft mal das Vertrauen, aber das funktioniert auf jeden Fall und das kann man durchaus schon auch mal probieren. Und die Fische zeigen sich eigentlich jetzt hier im Areal. Sie sind gut am Buckeln, also wir hocken auf jeden Fall richtig. Ich bin auch sicher, dass jetzt da in den Abendstunden
bzw. in der Nachtstunde noch was beißt. Wir haben jetzt gerade noch Besuch und wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend. Und der Schiffverkehr ist einigermaßen ruhig, das ist ganz entspannt, weil sonst wäre die Angelei hier um einiges stressiger. Und dementsprechend können wir jetzt die Routen wahrscheinlich liegen lassen. Außer es kommt ein Boot, aber das glaube ich jetzt nicht so. Den ganzen Tag heute fast gar nichts gefahren am Boden. Schaut ganz gut aus, dass wir jetzt die gut platzierten Routen liegen lassen können. Und ja. Guten Morgen, wir haben jetzt gerade 5:30 rum. Die Nacht war überraschenderweise gar nicht so produktiv wie erwartet. Wir dachten eigentlich, wir hocken vorhin den Fischen drin. Wir haben jetzt vorhin einen abgerissen an der Muschelbank, Sledco durch gewesen. Und jetzt gerade kam noch der Fisch der Nacht, der wenigstens den Blank nochmal gesichert hat. Wir haben jetzt schon zusammenpackt, wir moven jetzt dann. Aber den zeigen wir euch noch schnell. Nicht der größte, aber eigentlich ein relativ geiler. So wie man sich eigentlich einen Kanalfisch vorstellt. Langer Torpedoschuppi. Nicht der größte, aber Fisch ist Fisch am Kanal. Wir sind trotzdem zufrieden, haben wir schon ein paar auf der Habenseite. Nachdem Max ja heute Nacht schon einen fangen konnte und ich leider leer ausging, haben wir uns jetzt in der Früh direkt beraten, nachdem er einen Fisch gefangen hat und vielleicht vor einer Stunde circa, haben wir jetzt alles zusammengepackt, haben jetzt alles soweit bereit, fahren jetzt an die nächste Stelle, um eben einfach die effektiven Morgenstunden auszunutzen und hier vielleicht dann mal noch einen abzugreifen, dass ich auch noch einen bekomme. Und wir werden jetzt auf jeden Fall alles mal hier fertig machen, alles ganz minimal zusammengetackelt, alles, was eben mit dem E-Scooter transportieren kann, und wir düsen jetzt los. Ja, wir haben jetzt die neue Stelle bezogen, haben gerade die Routen ausgebracht, haben gerade alle 4 Routen ausgelegt. Und ist auch schon direkt die erste abgerannt und hier richtig extrem in die Schleuse reingezogen. Dann war er einmal ganz kurz festgehängt, jetzt haben wir ihn aber wieder freigebracht. Jetzt sind wir mal gespannt, was da dran hängt. Der Fisch gerade aus dem Drill, richtig geiler Spiegler. Die Rute lag vielleicht 10 Minuten oder so. Wir haben gerade geschafft, alle 4 Ruten auszulegen. Ist die erste direkt abgerannt. Richtig geil auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir noch was fangen können. Wir machen die Ruten gleich wieder scharf. Und dann kommen hoffentlich noch mal ein paar von denen hier vorbei. Wir geben alles. Ja, nachdem wir jetzt heute früh relativ zeitig im Dunkeln noch den Platzwechsel vollzogen haben, fischen wir jetzt vielleicht eine Stunde maximal. Ich habe jetzt gerade nebenbei Online-Vorlesung. Jetzt hat es geklappt. Wir haben schon den dritten bis jetzt innerhalb von einer Stunde. Moritz konnte einen schönen Spiegler fangen. Einen haben wir leider verloren. Und ich habe jetzt noch einen kleineren Schuppi gefangen, aber auch richtig cooler Fisch. Alle 3 Fische auf Spinner-Rigs und Pop-Ups. Hat sich jetzt als beste Strategie hier entwickelt. Auf den Muscheln und so lieber ein Pop-Up, dass der Haken ganz am Grund liegt. Mit Erfolg, wie man sieht. Ich denke, es geht noch weiter. Wir haben die Fische gefunden. Jetzt heißt es nur noch abgreifen und weitermachen. Einmal einen Test ganz kurz nur für den Ton. Bleibt mal so stehen. Test, Test. What? Ich wollte euch eigentlich gerade erklären oder beziehungsweise erzählen, was jetzt hier gerade alles abging. Max hat ja gerade schon den Schuppi gefangen. Ich habe ja davor den Spiegler gefangen. Dazwischen haben wir einen Fisch verloren. Wir wollten gerade die Kamera einrichten, dann ist hier direkt die nächste Route abgelaufen und es ist richtig heftig hier. Wir haben jetzt wirklich die Fische gefunden, vermutlich. Das ist jetzt der 4. Biss innerhalb von einer Stunde ungefähr. Ist absolut heftig hier, ein Biss nach dem anderen, wir kommen kaum nach. Max tut gerade hinter mir den neuen Leader hinbinden, weil er abgerissen hat vorhin. Ist absolut heftig. Enttankte Beton und die Gewässervielfalt. Besonders charakteristisch für den enttankten Beton ist die große Artenvielfalt und seine naturbelassene Uferbeschaffenheit.
Richtig fettes Teil. Brutal kampfstark. Ich hab's, glaub, Viertelstunde lang mindestens gedreht. Es war übel. Mega, wie das Ding hier abgeht. Es kam ein Kumpel vorbeikommen, der ist auf dem Weg zur Arbeit, hat kurz Kaffee und was zum Essen vorbeigebracht. Richtig Ehre, geht raus auf jeden Fall. Vielen Dank. Und wir bringen jetzt die Routen wieder raus und dann geht's weiter. Nice, und das hole ich jetzt gerade da oben. Schnell ab mit dem E-Scooter, bist halt mobil, bist schnell unterwegs. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich einen E-Scooter zu kaufen. Nie mehr laufen. Nachdem wir heute früh die neue Stelle bezogen haben und dann gleich eigentlich in den Fischen geangelt haben und auch mehrere Fische schon landen konnten, ist jetzt gerade ein wenig ruhiger. Wir haben ja gerade die Mittagsstunden und der Schiffsverkehr ist eigentlich relativ extrem und es beißt auch nicht mehr so viel. Jetzt warten wir mal noch ab, aber ich denke, da kommt jetzt auch demnächst was wieder. Und wir haben jetzt eben gedacht, wir haben jetzt ein bisschen Zeit und erklären wir mal ein bisschen was zu unserem taktischen Vorgehen hier am Kanal. Wir haben uns eigentlich entschieden, hier die Session nur aktiv zu angeln mit den E-Scooter und möglichst wenig Tackle, dass wir da eigentlich flexibel rumagieren können und eben auf sich zeigende Fische oder wenn die Fische weg sind, relativ schnell reagieren können und eben auch moven können. Wir sind gestern eben hier am Kanal angekommen und haben dann erstmal mit die E-Scooter eine kleine Runde gemacht, geschaut, wo eventuell Fische überhaupt sich welche zeigen, beziehungsweise wo wir sie in welchem Areal und welchem Abschnitt von der Strecke wir sie hier vermuten. Da war leider ein bisschen viel Angeldruck und die Stellen, die wir uns so ausgedacht hatten, die waren belegt. Und dann ganz zufällig beim Alternativen suchen, haben wir ein, zwei Fische springen sehen, gleich uns drauf gehockt. Wie ihr bereits bestimmt gesehen habt, hat es ja auch funktioniert dann mit einem mega geilen Fisch von Moritz. Die Nacht über haben wir dann wieder einen neuen Platz bezogen, um zu schauen, ob eben sich die Fische in dem Bereich aufhalten. Haben sich auch ein paar gezeigt, aber ja, die Nacht war dann eher weniger produktiv. Nur ein Abriss und einen kleineren Schuppi in den Morgenstunden, kurz bevor es hell geworden ist. Und wie gesagt, dann heute früh hierher gemoved, nur schnell die Ruten rausgeschmissen mit ein paar Pop-Ups. Und mit möglichst wenig Futter arbeiten wir hier, weil wir eben schnell ein bisschen zielen möchten. Und füttern da nur ein, zwei Hände, Scopic Squid 20er, mit dem Wurfrohr hinterher. Und müssen dann eh des Öfteren die Ruten neu machen, weil wenn der Boot natürlich drüber fährt, liegt das Futter sonst wo, die Montage ist verzogen oder der Haken ist eventuell stumpf. Deswegen lieber öfter werfen und öfter füttern und dafür kleinere Mengen, anstatt einmal eine größere Menge und dann liegt es verteilt im Kanal. Pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold. They just got lucky, but never adapted. So I'm turning one if it's coming to blow. Wir hatten durchaus teilweise ein bisschen Probleme mit den Booten auch. Einmal ist unser Boot über die Ruten gefahren, beziehungsweise über die Schnüre, hat beide Lines durchgeschnitten. Haben immer wieder mal durch das Schleusen immer wieder mal Hänger, beziehungsweise richtige Abrisse dann auch, wo wir die Montagen einfach nicht mehr lösen können. Und wir machen jetzt die Ruten auf jeden Fall nochmal neu. Schön wieder alles rauslegen, die Ruten nochmal frisch machen, alles, ein bisschen Futter drauf. Und dann bestellen wir wieder was zum Essen, zum Abendessen. Und dann lassen wir den letzten Abend hier auf jeden Fall nochmal richtig schön ausklingen. Gemeinsam und hoffentlich kommt noch der ein oder andere Fisch vorbei. Und auf jeden Fall haben wir eine schöne Zeit gehabt. Wir hoffen natürlich auf einen Fisch heute Nacht oder vielleicht auch auf ein oder zwei. Auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall mehr als zufrieden bisher. War richtig geil, ein paar richtig geile Fische gefangen, richtig coole Zeit haben wir Tange Beton gehabt. Und ja, wir werden sehen, was auf jeden Fall heute Nacht noch so kommt. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost. Ja, wir haben jetzt 21 Uhr. Das Wetter hat komplett gewechselt, das hat sich jetzt seit
eineinhalb, zwei Stunden komplett eingeregnet. Mit dem Regen lief, denke ich mal, der letzte Fisch der Session ab. Schön beschuppter Kanalspiegler. Wenigstens nochmal ein Abschlussfisch. Wir packen jetzt dann zusammen, weil bei dem Regen ist einfach auch nicht so angenehm und es reicht, denke ich, auch mal. Wir haben ein paar schöne Fische gefangen, eine coole Zeit gehabt. Und das war's dann.